Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir befinden uns auch in der Höhle, wo dieser Auftrag ist, den wir halt nicht wirklich angenommen haben. Also, zumindestens nicht vom Auftraggeber, aber den Auftrag haben wir einfach so gefunden. Und dementsprechend erledigen wir den jetzt auch. Bereite einen Trank aus ertrunkenen Pheromonen zu und verwende sie, um deinen Geruch zu maskieren. Mache ich das jetzt einfach mit Alchemie? Nee, das war nicht der Plan. Moment. Wie kam ich denn nochmal... Hä? Was war denn Alchemie nochmal für einen Knopfdruck? G? Nee. Egal. So, Absude, Alkohol, Bomben, Quest, Schrotköder. Das ist doch... Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir erstmal Ertrunkene nochmal umbringen und finden müssen, bevor wir das herstellen können, oder? Dann ging es eigentlich hier lang. Ach! Nur zu einer extra Truhe. Nochmal gucken. Schnaps, Glanz, glühendes Erz. Naja, nichts Besonderes, aber nehmen wir mal alles mit. Tja, das hätte ich natürlich vorher wissen müssen, dass ich hier Ertrunkene brauche. Habe ich Igni noch? Ja. Hui, das macht Spaß. Bereite einen Trank aus ertrunkenen Pheromonen zu und verwende sie, um deinen Geruch zu markieren. Aber ich verstehe gerade nicht so richtig. Hä? Also den Trank habe ich doch mit Sicherheit noch nicht. Was? Schwarzes Blut? Hexerblut fügt Vampiren und Nekrophagen Schaden zu, wenn sie den Hexer verwunden. Ah, okay. Ja, die Figur. Alter Wein. Also ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ich hier machen soll. Weil ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, einen Trank zu brauen. Und... Es zeigt mir aber dieses Gebiet an. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich hier in dieses Gebiet reingehen soll und dann diese Pheromone nehmen soll, aber ich müsste die ja erstmal zubereiten. Naja, ich erforsche jetzt erstmal den Rest der Höhle und vielleicht treffe ich dann noch auf Ertrunkene und kann da dann die platt machen und mit Hilfe von den... Mit Hilfe von den ertrunkenen Leichen dann... was haben wir hier? Wir haben jetzt einfach nur ein ertrunkenes Gehirn, okay. Oh, was ist das? Menschenknochen. Nicht zerbrochen, aber das Mark fehlt. Dazu braucht man eine lange, dünne Zunge. Hab das blöde Gefühl... Ja, dass mir irgendwas fehlt. Das Schema, um den Trank herzustellen vielleicht. Ich weiß es nicht. Hier geht's ja schon wieder raus. Bereite einen Trank aus ertrunkenen Pheromonen zu und verwende sie, um deinen Geruch zu maskieren. Oh, hier geht's einfach wieder raus. Ich schaue jetzt nochmal rein, ob es vielleicht irgendeinen anderen Trank gibt, der nicht als Quest aufgeführt ist. Also Absurde sollten ja eigentlich nichts bringen. Alchemistische Zutaten brauche ich natürlich auch nicht. Achso, da können wir erstmal wieder aufbessern. So. Quest, Schurt. Ach hier! Tränke! Oh, meine Herren, sag mir das doch!
Kartoffelbovis, Zwergenschnaps, Seewandpilze, ertrunken. Also ich habe halt logischerweise gedacht, dass es bei Quests ist und nicht bei Tränken, aber naja. Ertrunkene greifen den Hexer nicht an. Na dann. War jetzt zwar wieder ein bisschen Umweg und Dummheit dabei von mir, wie es halt gerne mal dabei ist bei meinen Let's Plays. Gut, das sagt auch jeder Let's Player, ne? Oh, meine Let's Plays sind so schön verpeilt und deswegen was ganz Besonderes, aber man, es liegt also nicht daran, also bei jedem, oder bei, sagen wir mal, bei 99% ist halt übertrieben, bei 90% der Let's Player ist es einfach so, dass es immer verpeilte Momente gibt, wo man halt irgendwelchen Quatsch macht oder sowas und die Zuschauer sich denken, oh mein Gott, das habe ich doch sogar gesehen, dass das so und so ist, ne? Irgendein Schalter oder sonst was, dass man nicht sieht, wo der Zuschauer halt, und der Zuschauer halt denkt, warum sieht er das nicht? Das liegt aber einfach daran, waren wir hier auch schon drin? Ja, hier müssen wir lang. Das liegt aber einfach daran, dass man logischerweise, wenn man ein Let's Play macht und nebenbei noch redet etc., nicht so konzentriert spielen kann, wie jemand, der ohne Aufnahme nur für sich selbst spielt. Und deswegen ist es eigentlich bei jedem Let's Player so, dass seine Let's Plays verpeilt sind. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Ich hoffe mal, die ist nicht zu stark. Moment, erst nochmal speichern. Und jetzt trinken wir mal diesen schleckeren Trank. Trunkenen Pheromone. Katze brauchen wir jetzt, denke ich, nicht direkt nochmal. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Spannung. Oh nein! Ach gut, ich dachte schon, Katze wäre wieder weg. Wir helfen also ertrunken, das ist nicht so geil. Ich würde gerne erstmal die Ertrunkenen platt machen. Und mich. Nein, auf den Ertrunkenen, der ist doch gleich tot, ne? Also, um mich einfach mal in Ruhe auf die Dame hier konzentrieren zu können. Komm hin, hin, hin! Nice. Spitzwegerich, Wasserweibzahn, Tagesstern. Wieder mal ein neues Schwert. Die droppen ja komischerweise immer Schwerter. Und Wasserweib-Trophäe. Ja, ich schneide den Kopf ab. Und das muss sehen. Brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir uns noch diese Überbleibsel als Belohnung mit. Und dann schauen wir mal, ob dieses neue Schwert vielleicht geil ist. Glanz ist schon mal schlecht. Wie hieß es denn? Schwarzes Einhorn, tanzender Stern hieß es, glaube ich. Ne, Tagesstern, genau. Tagesstern, einfach mal deutlich schlechter als unsere Axt. Feuerschaden, Chance auf Verbrennen, Bonusgold, ja egal. Wir haben auch, glaube ich, bisher noch gar nicht mit der Axt gekämpft, weil wir die ja gegen Menschen nehmen und die Menschen bisher noch nicht da waren zum Kämpfen. Ich glaube, ich werde hier rausgehen und nicht hier irgendwo rausschwimmen, weil ich will ja eigentlich dann hier hin und dann können wir uns auch noch direkt hier dieses Gebiet anschauen. Also gehen wir einfach den gleichen Weg zurück, von dem wir gekommen sind. Macht jetzt für mich irgendwie mehr Sinn. Oh, und da ist auch Katze vorbei, das macht aber nichts. Jetzt reicht ja erstmal die Fackel. Dürfen wir nicht in dieses... Ja, okay. Dürfen wir halt dann nur nicht in diese komischen Gase reinlaufen mit der Fackel und explodieren die und wir verletzen uns. Kommen wir hier irgendwo hoch? Oh, ich höre Ziegen oder sowas. Ziegen oder Schafe? Komm, du kommst hier hoch. Ha! Er kann sich sogar hochziehen, geil. Ja, Ziegen, sag ich doch. So. Ziemlich dicht und immer noch sehr bergig. Ich hoffe mal, dass wir mit Spike hier lang reiten können. Ich weiß nicht, ob wir erst noch weiter nach oben müssen. Das könnte sein, oder? Vielleicht erst weiter hoch müssen, weil ich...
glaube, hier ist jetzt... Oh, was haben wir denn da? Wo sind wir denn gerade? Okay, das wird gar nicht angezeigt auf der Karte. Zum Glück habe ich es gesehen. Wir gehen mal runter und schauen. Scheint... Ist das ein Wrack oder... Moment. Ich muss wieder absteigen, Spike. Ich muss noch ein bisschen umschauen. Das ist ein irgendwelche... Da ist auch noch so irgendein Zeichen. Ach nee, Quatsch. Das ist nur dieses Blutmus, alles klar. Aber das ist dann auf jeden Fall, also hier ist ein altes Boot, das ist auf jeden Fall Überbleibsel von einem Jäger. Von einem Jäger, ja, von einem Fischjäger vielleicht, von einem Krabbenjäger von mir aus. Also das müssten hier Fallen sein für Krabben und ähnliches. Hä? Gehört das noch zu der Quest? Und Geralt kommt gerade nicht darauf klar, weil die Quest schon abgeschlossen ist. Wird doch rot angezeigt, aber macht nichts. Sehr schön. Oh, dann eben nicht. Ein kleiner Bug. Ist hier noch irgend... da ist eine Truhe. Moment. Meisterlich gefertigter Sattel müsste aber schlechter sein als unserer, weil der Rennsattel müsste besser sein. Ach, Moment. Erstmal gucken. Die Trophäe ist ja automatisch angelegt worden. Ja, Bonuserfahrung bei Humanoiden möchte ich nämlich gar nicht. Ich hätte gerne das Verstümmeln. Und der Sattel ist natürlich viel schlechter als unserer. Das habe ich mir schon gedacht. Da ist noch ein bisschen Blut... noch eine Kiste. Oh, ein Sack. Kristallisierte Essenz und meiste Rüstung drin. Ich habe gar nicht gemerkt, dass hier ein Sack liegt. Das sieht halt einfach aus wie ein Stein, weil er so dermaßen mit Moos bewachsen ist. Sehr geil. Wählender Langschwert. Wie hat sich denn das hierhin verirrt? So. Jetzt. Nein, nicht hier runterfallen. Ja, ich dachte mir schon, dass wir hier nicht wirklich weiterkommen. Es macht ja keinen Sinn, jetzt hier lang zu reiten. Wir mal versuchen... irgendwie hier hochzukommen und an den... Okay, und an den Bergen vorbei und dann können wir wieder reiten. Fuck, ich glaube... Schnee? Schnee? Ich glaube, ich muss noch weiter nach rechts. Und hier geht's, denke ich... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein! Das hat sich jetzt erledigt, okay. Wir schwimmen also doch hier lang. Spike, wir sehen uns später wieder. Oh, da ist ein Turm. Vielleicht ein Leuchtturm. Wäre ziemlich sinnvoll. Ach, jetzt sind wir nämlich schon dran vorbeigeschwommen an dem, was ich markiert habe. Aber schön, dass wir hier auch mal ein bisschen Schnee haben. Ah, das ist noch das Runkner. Aber nur einer? Das ist... Ah, ne, da drüben noch. Runkner Toter. Scheint auch eine Kiste zu beschützen, aber keine, die extra mit dem Symbol markiert ist. Also kein bewachter Schatz im eigentlichen Sinne. Auch gerade keinen Bock, richtig mitzukämpfen, aber das soll mich gar nicht stören. Wo ist die Kiste? Hier. Ein paar Runensteine. Schwere Mahakama-Rüstung. Könnte eventuell was sein. Schauen wir uns mal an. Rüstung plus 10. Tatsächlich besser. 607 Vitalität ist natürlich auch krass. Plus 607 Vitalität ist ja mal richtig viel. Da geht's dann einfach mal auf über 6000, also wir haben jetzt 5450 maximal, dann kommen wir auf über 6000, also das ist richtig krass. 25% Durchbohrungsschadensresistenz, Zerschmetternresistenz, Aufblitzenresistenz und zweifach gesockelt, 1090 Wert. Die nehmen wir natürlich sehr gern mit und die schaut, naja, nicht so mein Geschmack optisch. Ich finde auch die Hosen passen nicht dazu, aber die sieht man ja eh fast kaum. Aber egal, ist halt einfach deutlich besser, deswegen nehmen wir die natürlich mit. Und packen da rein. Ja, wenn dann Igni. Da, Igni Clip. 5% Igni Zeichenintensität. Die sind halt so komisch lang, ne? Ja, also ist es nicht so mein Geschmack. Sieht halt aus wie so ein langes Kleid oder so. Egal. Wir tragen es ja, weil es uns schützen soll und nicht, weil es uns kleiden soll im Sinne vom Aussehen. Hier ist auch schon wieder... Ja, ich würde behaupten, das ist einfach eine Spur von dem Quest, das wir schon abgeschlossen haben. Und deswegen untersucht er das nicht mehr, weil er nicht drauf klarkommt, dass wir das schon abgeschlossen haben. Also das ist irgendein Bug, eigentlich dürfte das gar nicht angezeigt werden. Und wahrscheinlich würde uns halt die Spur hier einfach die Küste entlang schicken, bis wir dann in die Höhle reinkommen. Und wir haben einfach mal das extrem abgekürzt, was natürlich sehr schön ist. Da oben drauf ist das wahrscheinlich die markierte Stelle.
müssen wir halt nur irgendwie auf den Berg kommen. Vielleicht sollte ich mal die Kräuter hier mitnehmen. Es könnte ja doch sein, dass die Kräuter nicht so häufig in anderen Gegenden vorkommen wie in Skellige. Scheiße, meine, wir müssen da irgendwie da hochkommen. Ich rufe jetzt Spike, das reicht mir. Komm. Komm, Spike, wir müssen... Da bist du ja. Wir müssen mal hier den Bergkamm entlang reiten, bis wir irgendwann mal oben hochkommen. Bitte. Sind wir etwa schon in der Stadt? Ja, sind wir an der Stadt, aber ist mir egal. Ich will jetzt trotzdem erstmal... Ach, hier hört er erst auf. Ich will trotzdem erstmal hier hingehen. Ich gehe mal davon aus, das ist irgendeine Art Vorposten, wo sie halt die See beobachtet haben, das Meer beobachtet haben, um zu gucken, ob Gegner kommen, Schiffe reinkommen, etc. So. Im Endeffekt wird das sowieso nichts sein und es wird ein bisschen Zeitverschwendung, aber es dauert jetzt auch nicht so lange. Uiuiui, und dann gehen wir in die Stadt rein, wo Yennefer ist. Eigentlich wird ein böses Erwachen geben mit Triss etc. Kann natürlich auch sein, dass Geralt einfach bewachter Schatz. Also doch, hat sich gelohnt. Kann auch sein, dass Geralt einfach gar nichts erzählt, mit Yennefer wieder rumpennt und ja, dann muss man einfach schauen. Level 7 Erscheinung oder was? Eieiei. Natürlich total krass. Da brauchen wir nicht mal Irden und die. Also brauchen wir nicht mal die Falle. Sehr geil. Maribor, Magdeira, Kyras. Nehmen wir mal mit, weil es nichts Besonderes. Aber hat sich gelohnt und ist auch kein Vorposten der Kriegerkaste oder Armee oder was auch immer hier ist, sondern das ist einfach ein ritueller Ort, wo sie wahrscheinlich irgendwelche Leute anbeten. Das war's. Spike. Okay, es kommen noch mehr Gegner. Die machen wir jetzt mal platt. Einfach so als Prinzip. Auch wenn die, denke ich, auch nicht wirklich schwerer sind. Ja. Ah, komm. Wo ist denn Spike hin? Ach, hier. Hat sich versteckt. Vielleicht war es ihm auch zu windig und er ist deswegen in die Bäume rein, um so ein bisschen windgeschützt zu stehen. Ich weiß es nicht. Und jetzt gehen wir doch tatsächlich zu Yennefer. Eieieiei. Beziehungsweise in die Stadt. Ob wir jetzt Yennefer direkt treffen, weiß ich gar nicht. Komm. Dann schauen wir mal dahin. Da ist auch das Anschlagbrett. Sehr schön. Da waren Händler. Haben auch einige Schwerter, aber die sind alle so teuer. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt losbekomme. Hafen von Kaer Trolde. Einer der betriebsamsten Häfen Skelliges. Hier werden Güter aus aller Herren Länder umgeschlagen und gehandelt. Ich schau kurz mal hier rüber, mein Gefühl sagt mir, da könnte vielleicht ein Quest sich verstecken. Bei so vielen Menschen. Ich wusste es. Ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach gewusst, dass hier ein Quest ist. Meine Großmutter hat mir von dir erzählt. Das weiß noch keiner. Aber die Götter werden dafür sorgen, dass du ein würdiger Nachkommst. Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Worum geht's denn? Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich hab alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich hab nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Oh Gott, das Ding nicht gut, aber wir haben echt so viel Kohle, dass es mich überhaupt nicht stört, auch wenn er mich übers Ohr haut. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Ist ja natürlich eigentlich totaler Schwachsinn, so jemandem Geld zu geben, ne? Weil das kann er ja jedem erzählen. Aber ich bin ein netter Mensch und wie gesagt, die 150, das ist ja echt wenig, die stören mich überhaupt nicht. Komisch, dass wir von Novigrad nach Skellige 1000 bezahlen mussten, die wir dann wiederbekommen haben. Und anscheinend von Skellige nach Novigrad nur 150 bezahlt werden müssen. Damit sie einen Mann finden, der wo gucken die denn überall hin? Bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpernschlag.
Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Kennen die sich oder warum haben die sich zugenickt? Stirbt die jetzt wie mit ihm? Grausam. So ein junges Mädchen. Irna sollte es sein, Didit. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Das ist ihre Entscheidung. Geiler Brauch. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Okay, du riechst wundervoll. Ach Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt echt auch anfangen und mit Yennefer irgendwie... Oh Gott. Ich meine, interessant wäre es schon. Also es kann natürlich auch sein, dass das Spiel einfach so ausgeht, dass Triss und Yennefer sich überhaupt nicht über den Weg laufen und dass es überhaupt nicht zur Aussprache kommt. Aber es kann auch passieren, dass wenn ich jetzt quasi Yennefer genauso schöne Augen mache, dass dann Triss und Yennefer beide verschwinden oder irgendwann es dann heißt, du musst dich entscheiden. Ich weiß es nicht. Naja, die Gedanken mache ich mir beim nächsten Mal. Erstmal liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis morgen, tschö, tschö.